Hallo lieber Steinbock und willkommen zu deiner Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im Mai, also für den Zeitraum vom 1. bis 15.05. Ich bin Daniela und wir schauen direkt für dich rein in die Karten. Und ich habe hier das graue Eichhörnchen für dich gezogen. Und das graue Eichhörnchen sagt, finde einen neuen Weg, um Probleme zu lösen. Und zu dieser Karte gehört auch Erzengel Raphael und Erzengel Raphael ist ja immer ein Erzengel, der sich mit Heilungen beschäftigt. Ja, also es geht darum, dass Dinge in deinem Leben heilen dürfen, vielleicht auch auf eine neue Art und Weise heilen dürfen. Und dieses graue Eichhörnchen, das scheint mir auch über das dritte Auge sehr inspiriert zu sein von oben. Also ich sehe hier auch eine Menge Eingebungen, die sehr viel Licht in dein Leben bringen. Und wir schauen weiter. Ich habe hier die Selbstregulierung und die Selbstregulierung, das war, also auch Balance war, in der vier Elemente Monatslegung für den Mai, war das eigentlich bei fast jedem Sternzeichen ein ganz wichtiges Thema. Eben auch nochmal zu schauen, wo tue ich zu viel und muss mich zurücknehmen und wo mache ich zu wenig und muss mal wieder in die Puschen kommen. Und einfach zu schauen, dass diese Dinge in dir ausgeglichen sind und das Ganze wirklich auch mal zu beobachten, vielleicht auch mal ein bisschen was auszuprobieren, damit zu spielen. Das ist eben für alle Sternzeichen im Mai ganz wichtig und für den Steinbock liegt es eben hier auch noch mal genauer drin und eben auch so dieses Versuche neue Wege, versuche neue Dinge, probier etwas, was du davor so noch nicht getan hast, denn wenn du immer wieder den gleichen Problemen und den gleichen Themen auf die gleiche Art und Weise begegnest, das, was irgendwo schon eine Weile nicht funktioniert hat oder früher nicht funktioniert hat, ja, man hofft vielleicht, dass es irgendwie wiederkommt, dass es irgendwie wieder geht, aber hier liegt einfach der Impuls zu etwas Neuem. Gut, dann schauen wir in die Tarotkarten für den Steinbock. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist nochmal das Thema, die Aufgabe, die Herausforderung. Die zweite, der Rat der geistigen Welt. Und die dritte hier ein mögliches Ergebnis, das immer mit unserem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Ja, und eben hier liegt eben auch diese Veränderung, dieser andere neue Ansatz darin, mit den Dingen in deinem Leben umzugehen, ja, mit Problemen umzugehen, Lösungen zu finden. Und zum Thema an sich liegt hier die Prinzessin der Scheiben, die Erde der Erde. Und die steht hier immer in einem Lichtwald und bringt dort die Erde zum Strahlen. Und wenn du dir mal hier die Prinzessin der Scheiben anschaust und hier dieses graue Eichhörnchen, dann kannst du sehen, dass sie beide Licht aus sich herausstrahlen. Und die Prinzessin der Scheiben, die hat ja immer diesen Stab in der Hand mit dem Kristall unten, der hier auch nochmal Licht in die Erde reinstrahlt und auch mit dem Licht der Erde verbunden ist. Das heißt, hier ist auch in beiden Karten immer ein Energiefluss da, von oben nach unten und von unten nach oben. Das heißt, ich sehe, dass der Steinbock wie in so einem Lichtkanal stehen kann. Und wir haben hier Sonne, Mond, das sind wieder zwei Pole. Das kann eben auch sein, die Energien von oben von der Sonne und eben hier von unten aus der Erde. Ja, und hier wechselt sich eben etwas, hier verändert sich etwas grundsätzlich und das hat eben etwas damit zu tun, wie du die Dinge in deinem Leben handhabst, ja? Wir haben hier die drei der Schwerter. Und ich sehe, dass hier eben auch etwas heilen darf. Ja, das ist das, was das graue Eichhörnchen hier auch mit reinbringt. Diese Heilungsenergie von Erzengel Raphael. Und ja, indem du die Dinge anders angehst, bringst du einfach ganz viel Heilungsenergie in dein Leben. Und ja, es ist, als ob du in so einer Lichtsäule stehst und aus dir selbst herausstrahlst. Ja, das sehen wir auch hier nochmal. Wir haben hier auch nochmal diese Lichtsäule und im Prinzip ist sie auch in dieser Karte wieder drin. Das ist eben nicht in jeder Karte so. Wir schauen in die Mitte, in den Rat der geistigen Welt, in die Stärke, die neun der Stäbe. Und wir haben hier die
Zehn der Schwerter. Ja, also möglicherweise geht es für den einen oder anderen darum, die Dinge, die bereits vom Tisch sind, die zu Ende sind, einfach nochmal dauerhaft ad acta zu legen. Ja, manchmal sind Dinge vorbei und wir tragen die trotzdem noch in irgendeiner Form mit uns mit, sodass wir vielleicht so ein leichtes Gefühl der Melancholie manchmal haben oder nochmal an irgendetwas zurückdenken oder sowas in der Art, ja. Und das ist einfach eine Karte, die sagt, was zu Ende ist, ist zu Ende, ja. Richte den Blick hier hinten auf den Sonnenaufgang, ja, auf das Licht der Sonne, das auch hier im Hintergrund strahlt und was auch immer es ist, was dich hier verletzt hat, was dein Herz schwer gemacht hat, was du vielleicht verloren hast oder was dir genommen wurde, was auch immer es ist, ja, das ist so eine Karte, die sagt, du bist so stark. Also lass das Ganze los, lass los, was passiert ist, was du nicht ändern konntest, ja, und versuche wirklich nach vorne zu gehen und die Dinge nochmal auf eine neue Art und Weise anzupacken. Und ich sehe, dass so diese Konflikte, die du damit hast, ja, also ich spüre, dass jemand manchmal wie so ein bisschen innerlich zerrissen ist, nicht unbedingt zerrissen, aber auch hin und her gerissen, sowas in der Art, ja, und im Prinzip nicht weiß, mache ich so, mache ich es anders, das und das habe ich schon mal gemacht und so weiter. Und da geht es eben hier um diese Selbstregulierung, dass du wirklich nochmal genau hinschaust, was ist eigentlich das Problem? Und wie bin ich dem Problem bisher begegnet? Ja, und was kann ich irgendwo an meinem Verhalten ändern? Vielleicht auch an meiner Wortwahl ändern, an meinem Auftreten ändern, ja? Was ist das, was ich noch nie verändert habe? Und dann eben zu schauen, dass du diesbezüglich auch weiterkommst. Und es mag sein, du bist dir vielleicht nicht sicher in dem, was du tust. Aber wie gesagt, die Dinge immer auf die gleiche Art und Weise angehen. Wenn das in der Vergangenheit nichts gebracht hat, dann wird dich das wahrscheinlich in der Zukunft so auch nicht weiterbringen. Das heißt, du musst einfach etwas verändern an deiner Sprache, an deinem Verhalten, an deinem Auftritt, ja vielleicht auch einfach an der Energie, mit der du eine Sache wahrnimmst. Und unsere Energie, man spürt das schon ganz einfach auch nur am Klang unserer Stimme. Ja, gerade auch Tiere zum Beispiel, die wissen ganz genau, ob jemand etwas ernst meint oder nicht, nur aufgrund von der Vibration der Stimme. Und insofern ist es an dir, hier etwas wirklich grundlegend zu verändern. Wir haben hier wirklich einen grundlegenden Wechsel daran, wie du die Dinge angehst. Und das bringt dich in deine Kraft, das bringt dich zum Strahlen und das bringt natürlich noch viel, viel mehr positiven Benefit in deinem Leben. Und jetzt schaue ich noch, welche Energie dich durch diese erste Monatshälfte begleitet. Der Luftdrache. Und der hilft dir, dich über irdische Dinge zu erheben. Ja, das ist nämlich auch ganz oft so, dass die Dinge, die wir hier in dieser Welt haben, in dieser materiellen Welt, in der wir leben, dass wir uns oft viel zu sehr über diese Dinge ärgern und aufregen und das Ganze viel zu drastisch nehmen. Und dieser Luftdrache, der bringt Inspiration und Hoffnung. Er sagt, kommuniziere ehrlich und schau dir dein Leben von einer höheren Warte an. Und dieser Blick von einer höheren Warte ist das, was dir helfen wird, neue Wege zu finden, Probleme zu lösen. Ja, lieber Stier, ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen ersten halben Monat. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.